Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und ich war wieder, ja, zumindest ein wenig fleißig, habe ein paar Mythic-Bosse umgenutzt. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal rein, was ich da an Loot drin habe. Ich habe jetzt eben schon den Loot-Spec hier einmal auf Wildheit umgestellt. Ja, ich würde nämlich gern, wenn ihr die Waffe kriegen oder ein Mythic Trinket, am besten das hier, bloß halt, ja, ein paar Item Level höher und mal gucken. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Wenn ich einen Temok-Teil kriege, bin ich jetzt auch nicht ganz traurig. So einen Kopf würde ich auch nehmen. Ah, da ist ein Kopf und eine Brust. Okay, die brauche ich, also die brauche ich beide noch, Temok technisch und auch beide noch, und beide tatsächlich auch noch vom Gear her. Jetzt habe ich hier schon mit Versa Tempo und hier habe ich eins mit Crit Tempo. Dann würde ich aber fast eher den Kopf nehmen. Jetzt muss mal gucken, wo droppt der? Der droppt bei Nersul und die Brust, die droppt beim Auge. Nee, komm, wir nehmen den Kopf, dann, also die würden wir beide hier in das Temok-Zeug weiterbringen, aber sind auch beide tatsächlich ein Upgrade. Komm, wir nehmen mal den Kopf, der sieht relativ gut aus. Ich hätte zwar ehrlich gesagt lieber die Waffe oder das Trinket gehabt, aber das ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Also ist auf jeden Fall ein großes Upgrade, dass ich endlich mal einen Versa-Kopf habe, denn ich habe auf verdammt wenig Slots Versa, was halt für ein Tank nicht ganz so gut ist tatsächlich. Also du willst eigentlich überall Versa haben, auf jedem Slot am besten großen Wert Versa, aber das ist leider bei den Items nicht drin im aktuellen Raid. Da gibt es oft halt Items, die haben wir dann gar keinen Versa oder halt nur den kleinen Versa-Wert, warum auch immer. Und ich brauche halt auch Versa, wenn ich jetzt dann bald mit PvP durchstarten will. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich auf jedem Slot Versa haben will. Wahrscheinlich muss ich aber dann trotzdem PvP-Items kaufen, weil selbst mit einem 252er und Sockel-Item mit kleinem Versa ist da tatsächlich zu wenig drauf. So, dann hauen wir das mal weg, dass ich da nicht wieder das Falsche anziehe. Nicht, dass das schon passiert wird, hust, hust. Und da brauchen wir einen Sockel? Nee, wir brauchen... Sockel ist drauf. Verzauberung gibt es auf dem Kopf, soweit ich informiert bin, nicht. Dann müssen wir das noch ein bisschen umbasteln. Wobei das Set eigentlich auch ganz cool aussieht, ne? Passt auch zu meinem dunklen Overall-Set. Aber wir nehmen natürlich meinen... Halt, warte, ich muss hier den Umhang wieder rausnehmen, weil den kann ich, solange ich nicht bei den Necrolords bin, leider noch nicht transmoggen. Und ja, damit sind wir da durch. War auf jeden Fall ein ganz nettes Upgrade. Ich bin jetzt im Schnitt... damit auf Item Level 250 bzw. 252, wenn ich noch ein bisschen andere Sachen anlege. Jetzt das eine oder andere habe ich noch low, unter anderem die Brust. Ja gut, das wäre eigentlich beides cool gewesen, ne? Waffe könnte man noch ein bisschen höher kriegen, beziehungsweise in der Trinket Front sieht es natürlich jetzt auch nicht ganz so prickelnd aus. Ich habe, glaube ich, zwar... habe ich die auf der Bank? Ich habe zwar 252er Trinkets irgendwo, ich glaube, auf die Bank geschmissen, aber die sind halt tatsächlich nicht sonderlich gut, ne? Das ist halt das Problem. Deswegen muss ich halt mit den Loweren noch auskommen. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Opening-Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chilla. Bis dann. Ciao.